Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online. Ja, beim letzten Mal konnten wir Gott sei Dank neu aufhalten, die Zukunft komplett zu zerstören. Und ja, damit haben wir dann auch diese Episode abgeschlossen. Und wir können direkt mit der letzten Episode anfangen, und zwar Neue Grenzen, Echo des Lichts. Ja, da werden wir zusammen mit den Lucari unterwegs sein. We've been in regular contact with the Lucari, and they've recently unveiled a new starship designed for space exploration. They're eager to head out into the unknown, and they've asked us to give them a hand. Starfleet has decided to send you to assist them in their first voyage beyond their home system. This is an exciting time for the Lucari. Watch over them and help them to see the value of space exploration, and let them make discoveries and follow their sense of wonder. Just don't let them get in over their heads. Ja, das heißt, wir dürfen mal wieder Forscher spielen. Also wir sind jetzt mal wieder auf einem Forschungseinsatz quasi. Zusammen mit den Lucari, die jetzt ein neues Schiff gebaut haben. Mit dem die Lucari nämlich jetzt den Weltraum erforschen möchten. Und ja, mal schauen, wie das denn mit dem neuen Schiff so klappen wird. Da sind wir auch schon. Das sieht aus wie ein Ferengi. Wir sind im Lucari-System angekommen. Ihr Raumschiff ist hier in einem Standardorbit eingeschwenkt. Ich empfange regen Kommunikationsverkehr. Captain Kumake scheint sich inmitten einer Diskussion zu befinden mit einem ferengischen Dalmon. Ja, Ferengis können schon ganz schön nervig sein. Besonders wenn die halt handeln wollen, da wird man die nicht ganz so schnell los. Mal gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen helfen können. Was? Sie? Ich dachte, ich wäre sie endlich losgeworden. Ich meine natürlich, schön sie wiederzusehen, Admiral. Ja, nee, ist klar, mal dran. Ah, nun kommen sie schon. Ich bin mir sicher, dass wir eine Vereinbarung treffen können, die beide Seiten zufriedenstellen wird. Und ich bin auch durchaus dazu bereit, ihnen eine Investitionsmöglichkeit zu bieten, die eine einmalige Chance. Was ist das denn für ein Satz? Thank you. That insistent Ferengi has been trying to make new trade deals with us since he first visited our system. Oh, everything he tries to sell is either broken or worthless. Thank you. It's good to see you again and under much better circumstances. You'll be happy to know that our star remains stable. We've not seen any Tholian ships since the incident, thankfully. Das hört man doch gerne. The decision to explore was somewhat controversial, however. Many Lucari were resistant to the notion. We settled this moon long ago, after we were forced to leave our dying homeworld of Kentar. It was a difficult journey for us. Once we found our new home, no one was very excited about space travel. Ja gut, kann man irgendwie auch verstehen. The exploration initiative passed. Considering my experience, my people have chosen me to command the LSS Concordium. It was an honor I proudly accepted. Our ship is ready to go and you are. Okay, dann machen wir uns mal einen Weg. I've chosen a star that is close enough to be within reach, but still just outside the area of space that you've explored, and obviously one that we haven't visited yet. According to your star charts, it's a yellow-white star called 20 Draconis. Mhm. Das heißt, wir erforschen den quasi auch neu, diesen Stern. Denn das ist ein Sternsystem, was wir selber auch noch nicht erforscht haben. Denn der Alpha Quadrant ist auch noch nicht ganz erforscht in allen Bereichen. We've arrived on the outskirts of the system. There's a large field of rocky debris and asteroids. We're picking up various metals and crystalline formations. Should we approach one of the larger asteroids and take some more readings? Okay, dann fliegen wir mal um den großen Asteroiden, ne? Vorsichtshalber schicken wir mal ein paar Dröhnchen raus. Large quantities of silicate, hematite, cafnium, iridium. Crystalline structures appear to be the result of deposits created under a heavy impact. Perhaps this asteroid was part of a larger one that broke up in a collision.
heading deeper into the field may yield more clues. Sensors are picking up some movement on the far side of the asteroid. Do you have any information about orbiting debris either? Intriguing. The Gekli communicate using radio waves and feed on dust particles and energy emissions. And, oh, it seems an adjustment of our EM band is in order. I don't like the idea of the Concordium becoming a Gekli food source. Okay. Ja, manchmal hängt leider die Audiospuren übereinander, was ein bisschen schade ist, dass sie sich noch nicht mal selber ausreden lassen, aber gut. I'd like to gather more data on the Gekli before we move on. Any suggestions? An excellent idea. We'll be able to track their movements and learn more about their migratory patterns and feeding habits. We'll need to get close in order to attach the tags safely. Okay. Ja, die möchte hier gerne die Gekli-Horde ein bisschen erforschen. I'd like to expand the number of tagged subjects to optimize data collection. Let's get close enough to slip in with a pod and join them in their swimming. Ah ja, wir sollen uns mal einer Kapsel nähern. Was für eine Kapsel denn? Ich hab nur das Riesenschiff hier. Und selbst ein Shuttle könnten wir jetzt nicht einfach rausschicken. Da hätten wir dann direkt mit dem Shuttle hier reinfliegen müssen. Ach du Scheiße. Die fliegen jetzt hier um den Astro rum. Ich hoffe, ich schaffe das hier nah genug dran zu bleiben. Ich darf natürlich nicht zu viel Impulsantrieb geben, weil ich sonst eventuell dran vorbeifliege. Und wir dürfen auch nicht zu weit weg sein. Das Problem ist, die Flugbahn wird wieder enger. Ich glaube, ich werde den Fortschritt wieder verlieren, das war klar. Das Problem ist halt, dass der Pod natürlich auch eine sehr schlechte Wenderate hat in dem Sinne. Und wenn der natürlich in dem Moment dann auch noch Gas gibt, der Gekli, dann wird es schwierig. Ich hoffe, ich bleibe jetzt nah genug dran. Genau, bleib am besten stehen, Gekli. Das ist am einfachsten. They're treating us like one of their own. They're trying to talk to us with their radio waves. That was incredible. What a singular experience. We've spotted a larger group of them in an area not too far from here. This looks like a feeding ground for several Gekli pods. Let's go have a look. Also ich möchte gerne einiges wirklich über diese Spezies erfahren. Dann gucken wir mal an, wo die ihr Futter herhaben, beziehungsweise wo die ihre Futterstelle haben. There are signs that several Gekli pods frequent this area. There's a lot of dust and particulate matter, but we can't see how the asteroids are getting broken down. I think there's something we're not seeing on the visible spectrum. Your ship has a stronger deflector than ours. Can you emit a particle wave? We could use that to illuminate things that might be happening in different spectra. Das machen wir doch gerne. There's some kind of subspace shearing here. It's causing cosmic strings to snap off and break up the asteroids. That must be why the Gekli feed here. There's plenty of particulate matter for them to consume in the debris fields. I think we've collected some solid data here. We're ready to move on when you are. Ja, wir wollen euch natürlich auch noch andere Sachen zeigen, Lucari. Ist ja euer erster Einsatz hier quasi im Weltraum, in dem ihr erforscht. Von daher solltet ihr natürlich viel sehen. About 173 of your standard years. I'd like to know if they came from outside of the system and were caught in its gravity, or if they originated here. Shall we take some scans? Ja, der Asteroid, der bewegt sich natürlich nicht. Dust. There are indications that the cometary matter formed around a magnetic core. The other comets may be more interesting. Let's move to the other comets and study them closely.
Okay, dann studieren wir die anderen auch noch. Ist halt alles neu für die Lucari. Oh, nicht zu weit. Verdammt, das war zu weit. Rückwärtsgang, schnell. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Komm schon. So, geht doch. Ach, den müssen wir jetzt so machen. Ah, okay. Das ist auch mit der Maus, finde ich, etwas einfacher als mit der Tastatur. Auch wenn das natürlich ein bisschen länger dauert eigentlich. Finde ich das trotzdem auf diese Weise etwas einfacher. So ist das quasi auch beim Dilithium-Ernten, obwohl ich sagen muss, dass ich das extremst selten eigentlich mache. Ja. Noch den letzten Astro hier. Und dann schauen wir mal. Ah, okay. Das ist wieder ein anderer Strahlungsscan. Ja, das ist zum Beispiel, das hier geht relativ einfach mit der Tastatur eigentlich. Das geht hier echt fixer als mit der Maus. Im Gegensatz zu dem anderen eben. Vielleicht ist das auch nur Übung, dass man vielleicht die Strahlungen, die wir eben gemessen haben, mit der anderen, mit der Tastatur vielleicht auch ganz gut gehen. Naja. Based on the structure of its silicate crystals, it's been in a pattern. It picks up energy from its trip near the star, then loses that energy as it loops past the planets. Mhm. It's like ice melting and refreezing, but it seems to lose a large quantity of energy all at once near here. I'm not sure why. The radioactivity should be steady. Seem to have a long orbit that coincides with the orbit of a Class A planet nearby. I'd like to launch a probe and see if the cometary movements have had any impact on the planet. Dann schauen wir doch mal. Natürlich, du sollst natürlich so viele Lebensformen wie möglich scannen. Das wird sich jetzt hinter dem Planeten, soweit ich weiß, stattfinden. Dadurch sind halt auch die Asteroiden quasi ein bisschen verändert worden, beziehungsweise bestrahlt worden. Ja, auf dem Planeten wollen wir ja auch nicht, wir wollen hinter den Planeten. Da werden wir gleich was sehen. Und zwar müsste es hier hinter sein, genau. Da ist es doch. Ja, gigantische Quallen sind das quasi. Und ich meine, die hätten man schon mal gesehen irgendwo. Ich weiß nicht, ob es Picard war oder... Auf jeden Fall irgendein Captain hatte die schon mal gesehen, hier die Dinger. They remind me of an aquatic life form native to Lucari Prime. There are little ones huddling close to the planet's atmosphere. They must use the heat and the planet's electrical discharges to survive. Interesting. These life forms were encountered by the USS Enterprise D on Deneb 4, someplace called Farpoint Station. They haven't been seen anywhere else since. You shouldn't harm them or their young. Let's transmit a greeting, then be on our way. Ja, genau, da konnte ich mich nämlich noch dran erinnern. Dann war das nämlich Picard. Must be a form of communication. I didn't realize that life forms could exist in this fashion. Living off the heat of planets, feeding on the particles in space, absorbing radiation from the cosmos. There's so much to see. Let's head to the next planet in the system and see what's there.
Okay. Wusch und weg. So. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. My sensors indicate this planet is completely devoid of any organic material. And yet, it has a breathable atmosphere and lies well within the system's habitable zone. Most curious. I'm picking up residual levels of radiation. Oh my. I believe I know what happened to this world. Some kind of proto-matter wave happened here. Not if you know how to resolve the chaotic turbulence with a Tarfine reduction. This was a recent event. Some kind of proto-matter incident happened. And it wiped out all life on the planet. I think we should send an away team down to learn more. Ja, einverstanden. Wir werden jetzt hier runter beamen und am Ende werden wir auch genau wissen, um welches System es sich hier genau handelt und was hier genau geschehen ist. Ich möchte allerdings nicht zu viel spoilern. Von daher halte ich mich da noch etwas geschlossen. Oh, not sure I'll ever get used to transporters. Let's see. Initial scans suggest this area used to be inhabited, but I can't find a single trace of organic matter. None. I see some carvings on those canyon walls. Let's take a look. Erstmal unser Spielgerät verwenden. Für den Fall der Fälle, dass wir uns verteidigen müssen hier auf dem Boden. Das mache ich eigentlich generell, ob das jetzt eine Mission ist, wo man kämpfen muss oder nicht, immer das Spielgerät aktivieren. Für den Fall der Fälle. The walls of this canyon were worked by tools. I'm sure of it. Sentient life forms lived here. Until the proto-matter detonation. This pillar here, it seems to be a sign pointing to that canyon. Perhaps a pathway there leads to a settlement of some kind. I'm reading metallic objects there as well. Shall we take a look? Ja, gerne. Wir möchten natürlich auch herausfinden, was hier passiert ist. Some kind of large structure further down the canyon. Falls hier wirklich so eine Proto-Meter-Welle eingeschlagen ist quasi und hier alles ausgelöscht hat, sollte man natürlich herausfinden, wer und wieso. Let's take some readings up there. Sieht auf jeden Fall interessant aus hier. This looks like a town square or ceremonial center of some kind. I see some murals on the far side of the square over there by that arch. I'd like to examine them. They might tell us more about this place. Dann sollten wir uns vielleicht die Bilder mal anschauen. Da vorne am Tor haben wir ein Bild. Und hier haben wir auch ein paar Säulen stehen. Sieht aus wie Hieroglyphen aus Ägypten. Zumindest sind sie sehr ähnlich. Crystals or gems, I believe. They built their settlement around this site. I believe it was a place of great significance to them. The next mural may hold more clues for us. Let's have a look. Okay. So, die nächste Tafel. Ach ne, das ist hier der Eingang, den wir uns anschauen müssen. Beziehungsweise da oben die Tafel. This mural depicts the construction of this large structure. I suspect it was a temple or a place of contemplation for the people. The crystals were revered by the locals. Perhaps even worshipped by them. We'd better have a look at the next mural, don't you think? Ja, man muss sagen, das Bild da oben kann man wirklich sehr schlecht sehen und manchmal übersieht man das auch vollkommen. The crystals depicted in this mural appear to be growing for some reason. I wonder if this is a symbolic or literal representation of events. Perhaps the structure needed to be modified to hold the volume of crystals they collected over the years. Quite the enigma we found here. I suspect there's more to be found inside. Getting there will be a challenge, however. According to my scans, these pillars are connected to some kind of massive mechanical structure. Probably the peak of technology for these people. I believe it's some kind of opening mechanism for the structure's door. We could probably force it open, but that could damage the structure, and too much force could even collapse it entirely. I suggest we create a holographic forensic reconstruction. Yes, it would be based on analysis of things like footprints, wear patterns, and local construction.
We can learn what people did here, how they went about their lives, and how they made the device work. We'd be watching a replay of history, roughly speaking. Let's start by gathering information from relics and leftover traces of the people who once lived here. Ja, dafür, dass die Lucari natürlich erst gerade erst anfangen mit dem Erforschen, sind sie technologisch eigentlich schon auf einem sehr guten Stand, hier holographische Aufzeichnungen quasi zu machen, um halt herauszufinden, was hier genau passiert ist. Aber das werden wir uns jetzt gleich ansehen, denn dafür müssen wir jetzt erstmal hier Daten natürlich sammeln. Based on these footprints, these people had a stride that places them at about 1.6 meters on average. So, und noch die letzten Daten. The wear patterns here show us that people leaned against here frequently. This was a meeting and gathering area. Gehen wir uns mal nach hier vorne und dann sprechen wir mit ihr. Sehr, sehr schön. Strange. These relics should be covered with dust and sand, worn away by time and wind. But they're all uncovered. No organic matter left, and everything left behind in its place. Frozen in time, like... Yes, the evidence seems clear. The proto-matter detonation happened only weeks, perhaps even days ago. We're going to need to make an accurate simulation to continue our studies here. I suggest using modified pattern enhancers to do this. Okay, dann stellen wir hier auch noch modifizierte Musterverstärker auf, um dieses, ja, historische Hologramm quasi zu erzeugen. Mal gucken, ob das denn auch so funktioniert, wie sie sich da vorstellt. So, in jeder Ecke ein. Und dann sollten wir eigentlich ein Hologramm von dem Platz hier haben. Quasi hier um die Säulen herum, wo halt ein versteckter Mechanismus sein soll, den sie gescannt hatte. That's the last one. All enhancers online and standing by. All right. The enhancers should give us a pretty good image range. Your tricorder can then act as the center of the network control for the enhancers. I can tie in my data to your tricorder whenever you're ready. Get a little closer to the center of the square so we can see what happens. Ja, hier stehen wir doch eigentlich schon ganz gut. Können hier jetzt alles beobachten, was hier passiert ist. Da hängt einer an den Säulen rum und die anderen stehen hier rum und beten irgendwas an. They're making the murals match up on each pillar. Aber ich sag mal so, eine Siedlung sehe ich hier eigentlich nicht. Ich sehe eigentlich nur diesen komischen Tempel hier vor uns. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob hier irgendwo versteckte Hütten sind in den Bergen oder so. Weil irgendwo müssen die ganzen Menschen ja leben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier in dem Tempel wohnen. Denn sonst gäbe es ja diesen versteckten Eingang nicht. Beziehungsweise diese Kombination mit der Säule, denke ich mal. So. Passiert hier noch was? Nee. Some kind of functionary, priest or bureaucrat, I think, would unlock the door by turning the murals on the pillars. The top mural on each pillar seems to be locked in place for reference. We should follow the order they used on the pillar murals. If we can turn them correctly, I believe we'll unlock the door. Ja, wir müssen das jetzt genau in der Reihenfolge machen, wie der Priester oder was auch immer das für ein Typ war, das gemacht hat. Darum mussten wir halt zu dieser Säule jetzt zuerst und müssen jetzt erstmal dieses Bild hier zu Ende machen. Und da müssen wir uns natürlich nach dem obersten Bild richten, dass das auch zueinander passt. Aber das ist jetzt keine allzu schwere Aufgabe. Denn das erkennt man sehr gut. Das ist jetzt nicht so, dass man wirklich sehr schwer auseinanderhalten kann, die Bilder. So, dann kommt als nächstes der hier. Und meistens passt das auch sonst nicht. Also ich sag mal, hier wäre der Rand, ist der Rand ein bisschen breit gewesen, von daher passt nur diese Form. Auch wenn das eine oder andere vielleicht interessant aussähe, aber...
Wie gesagt, das ist wirklich sehr einfach, dieses Wandbild hier. So, und zur letzten Säule. Da ist schon direkt beim ersten Mal drehen das Richtige. Beim untersten wahrscheinlich nach dem dritten Mal. Ja, ich habe es mir schon fast gedacht. Das wäre ja auch sonst zu einfach. Und die Tor, das Tor geht auf. Und was sehen wir denn da? Das Logo kennen wir doch. That's it. It's working. Well done. Shall we see what secrets this building holds? I think I see another mural inside the doorway. We should take a look at it. Ja, das sollten wir wohl machen, aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss, Leute. Wir werden diesen Tempel dann beim nächsten Mal erkundschaften und ja, würde sagen, bis dann, Leute, und haut rein!